Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei H1Z1. So, mit dabei sind heute natürlich wieder der Nordisch. Judendach. Der Avonacho. Hallöchen. Der Bad in Trouble. Hallo. Und gerade nicht, ah, da. Leider die Dame diesmal als letztes, die Xyra. Hallo. Hallo. Dann folgt mir mal, ich habe das Auto gefunden. Ja, das ist ja, super. Dann mal der Mantau. So, jetzt guck, hier. Jetzt ist das groß genug? Ja, ja. Reicht. Alle mal hier irgendwie durch die und Tür durchkommen. Und dann schlägt dann einfach nur auf Autos drauf oder hat das mal jemand irgendwo gesehen? Und fällt dann das Scrap Metal auf den Boden oder wie läuft das? Keine Ahnung. Ich hatte noch nicht das Vergnügen einer Crowbar, deswegen stehen jetzt, wir jetzt alle vor dem Auto und gucken ihm zu, wie er das Auto verklappt. Eigentlich nicht wirklich. Also ich habe. Moment, Metal Sheets sind jetzt ganz viele drin und Scrap Metal. Okay. Ich kann jetzt gerade nicht ran, weil irgendjemand im Van ist. Und ja, ich die ganze Zeit schon, was ich ja eben sagen wollte. Ironido. Also du lootest und ich schlage drauf. Sehe ich das richtig? Kommt dann wieder Neues, kommt dann wieder Neues dazu oder so? Keine Ahnung. Hast du jetzt... Okay, pass auf, ich schlag mal weiter drauf. Nö. Ah, jetzt kriege ich Scrap Metal. Jetzt habe ich gerade Scrap Metal bekommen. Jetzt kam oben eine Anzeige bei mir. Jetzt kann ich dann war das wahrscheinlich schon im Van drin, weil Metal... Ja, ich kriege jetzt... Doch, ich kriege so von alleine Scrap Metal. Ich bin jetzt gerade mal am Gucken hier. Das Stagnant Water konnte ich so trinken, ne? Ja. Nee, das kannst du. Ja, steht drin, soll nicht ganz so gesund sein, aber kann man wohl auch machen. Okay. Also ich höre hier einen Arsch voll Zombies. Und zwei. Ja, halten. Wie viel in so einen Arsch reinpassen, ne? Oh, oh. Da habe ich auch gerade getroffen. Ich glaube, mein Pfeil hat nicht getroffen. Dann gehe ich mal raus. Ich muss mir auch unbedingt Holz holen, damit ich mal wieder neue Pfeile machen kann. Komm mal dringend Hilfe. Ich blute nämlich hier. Ich komme mit den Zombies nicht. Ja. Wo geht's raus dort? Bist du denn? Ich reagiere mich hier weiter ab, ne? An den Van. Fuck. Reagier mal. Discover Metal Shard. Okay. Ach, daneben. Chit. Ich könnte jetzt eine Axt herstellen, glaube ich. Chilling so. Ach, okay, ich glaube, mit der Machete ist das keine gute Idee. Ich brauche Pfeile. Wessen Rucksack? Ich habe meinen eigentlich, glaube ich, auf dem Rücken. Es braucht doch noch jemanden. Ja, ja, ich brauchte noch einen. Achso, ja, einen Satchel habe ich abgelegt. Ein Zombie ist weg. Mensch. Okay. Also ich treffe diese verdammten Zombies. Ja, mein... Oh, shit, ich blute. Ach, ich mache hier nochmal ein bisschen Pfeil, der, weiter. Der hing eben. Was riecht denn das? Wo ist denn mein... Wer hat die Machete? Der mal bitte einmal Zombies looten. Beziehungsweise zerschlagen. Ich habe eine Machete. Ja, warte, aber ich... Oh, Mann. Wenn jemand Stoff braucht, ich hab auch noch einen 8 Stoff dabei sonst. Also ich könnte Bandagen herstellen sonst auch. Jo, kleiner Säckerchen. Okay. So. Haben wir schon weggelootet? Nordisch, wie sieht's bei dir aus? Blutest du noch oder hast du noch? Die Quoba ist kaputt. Sie ist weg. So. Okay. Was hattest du, Avo? Ob du noch irgendwie blutest oder Bandage brauchst? Nee, könnte ich mir herstellen. Gut. Hab ich da. Könnte ich eigentlich auch mal tun, ne? Von wegen Stoffe und so. Ja, dann guck ich. Und stell du mal her, ich guck. Item is beyond, but it can be melted down for metal bars in a furnace. Okay, gut. Aber ich habe immerhin... Also die Crowbar soll ja auch nicht lange halten. Ich weiß auch gar nicht, ob man Gegenstände reparieren kann. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe immerhin 9 Scrap Metal rausbekommen. Okay, das ist schon mal gut. Und ich kann jetzt Metal Shards, eine Metal Bar und Metal... Nee, eine Metal Bar nicht, dafür brauchen wir eine Furnace, also so einen Schmelzofen. Ich kann Metal Brackets herstellen, das sind so Metallwinkel, mit denen du Regale, also das brauchst du zum Bauen, glaube ich. Und Metal die Brackets, die brauchst du auch, um ein Metal Gate herzustellen. Ja, hier in Building Structure steht hier. Mhm. Ich stelle jetzt mal einen Metal Shard her. Weil wenn ich mit denen kann ich bestimmt... Aus einem Scrap Metal kriegst du 4 Shards raus. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ah, hier, ich kann jetzt Nägel herstellen. Ja, oh, das ist das sehr schön. Das ist schon mal sehr schön. Und ich kann einen Holzspeer herstellen. Nein, ein Wolf. Wo bist du? Was machst du denn? Wo bist du denn? Auf der Straße, am Wasserturm gleich.
Ein Holzspeer könnte ich herstellen. Was rennst du auch weg? Ja, entschuldige, ich habe ein bisschen Blackberries gesammelt. Ja, soweit kommt das. Was kann ich denn damit noch machen? Ich glaube, ich stelle nochmal so ein Schwert her. Was haltet ihr von der Idee, da wir jetzt ja Nägel haben und eine Axt etc. pp. Und dass wir uns da irgendwo ein bisschen außerhalb einer Ecke suchen, dann gucken wir mal nach. Ein Wolf. Aber wir hätten da eine schöne Ecke. Wir hätten da eine schöne Ecke. Dann lass uns doch da hingehen und mal gucken, was wir bauen können. Weil ein bisschen was haben wir jetzt hier. Ja, das stimmt. Ja, können wir machen. Das können wir gerne machen, ja. Oh, der ist ja immer noch da. Ich bin... Lauf nicht so weit weg. Nee, ich wende mal. Abin. Gut. Oh, sehr schön. Warum war's? Mein Held. Wollte sagen, das war ein Satchel, das sah aus wie ein Rucksack. Brauch erstmal ein paar... Nee, nicht... Ach so. Nur ich weiß es gar... Mit dem Satchel kann ich den gar nicht. Kann ja einer von euch brauchen. Nee, ich hab jetzt Wolfsfleisch. Hast du da, zweimal. Hast du mit der, kriegst du auch mit der, wer ist das? Avonacho? Mit der grünen Kappe? Mhm. Mein Nordisch, weg mit ihm. Nee, mein Hallo Nordisch. Ich hab noch ein paar Pfeile, ja, pass auf, also. pass auf, Leute, dann lass uns mal eure schöne Ecke da gucken und dann lass uns doch erstmal schauen, was wir machen können. Ja. Jo. Ich kann nur... In der Frage, wollen wir dahin oder wollen wir jetzt direkt dahin oder wollen wir erst versuchen, nach unten zu gehen? Weil ich habe doch diesen mysteriösen Brief gefunden, wo man eventuell sowas wie einen Schatz heben könnte. Das können wir natürlich auch später noch machen, haben wir einen schönen Cliffhanger. Ich würde sagen, das machen wir auch später, weil wir uns dann nämlich da, wo wir uns so ein bisschen niederlassen, erstmal ein bisschen leer räumen können auch. Ja. Schon. Ist aber ein bisschen zu laufen, ne? Also ein paar Meter sind da schon bis dahin. Naja, klar. Also ungefähr so weit wie bis zu den drei Häusern halt, ne? Mhm. Einen ganz kleinen Ticken weiter. Moment, ich esse mal was und ich... Ich habe noch einen Hammer gefunden. Ich glaube, okay, mit Hammern können wir uns langsam totschmeißen. Dann können wir in die Richtung laufen, wenn er möchte. Dann würde ich... Sind wir alle da? Ich würde hier über die Brücke gehen. Ja. Sonst. Ja, wir folgen dir. So, dann mal Hü. Sind wir alle da? Hü? Nee, Nordisch fehlt. Ach, Nordisch. Ja, da kommt er ja wieder. Da musst du mal kurz aufs Klo. Ja. Da war kein Papier. Also musste ich immer die Hose wechseln. Schwierig. Mann. Schwierig. Apokalypse und kein Verständnis, weißt du. Ja, und keine Feuchttücher in der Apokalypse. Das ist total doof, ist das. Aber ich sag dir, mach das wie ich, einfach laufen lassen durch die Hose, abschütteln, fertig. Ja, vor allem, man ist ja Handwerker, wer einmal so einen Gips-Eimer in der Hand hatte, dann lässt ihn einfach austrocknen und kannst ihn ausklopfen. Das ist viel einfacher. Gut, versteht jetzt keiner, ist aber egal. Das hier ist die andere Siedlung. Ah, ich muss mal unbedingt ins Auto gucken, ja. Ich bin da neugierig. Was trinken? Nanu, warum kann ich das nicht... Und merkwürdig. Was ist, wenn wir gar nicht so weit laufen? Also wenn ich mir jetzt man kann natürlich auch hier einfach ein Haus in dieser Siedlung nehmen, ne? Weil... Naja gut, das ist vielleicht nicht so intelligent, glaube ich. Achtung, Zombie! Nördlich von hier muss ein Haus und ein Parkplatz sein. Wollen wir da mal gucken? Da können wir mal gucken, ja. Also nördlich ist, Kann jemand schießen? Ja, ich bin dabei, aber... Meinst du mit Pfeil und Bogen? Das sind wir hier. Das kann doch nicht angehen. Was mache ich denn da? Danke. Treffe aber auch nichts. Der ist ja immer noch nicht tot. Fuck. Ich treffe den noch nicht mal mit der Machete. Ich habe auch, immer ein bisschen Angst, denn dann die Menge zu schießen, weil ich Angst habe, euch zu treffen. Warte mal, von der Idee her müsste hier über den Hügel müsste irgendwie schon ein Zombie sein. Da! Wow. Müsste schon ein Zombie sein. Da ist er wohl. Hä? Oh, der hat Loot da gelassen. Ich brauche Pfeile. Was ist da so drin? Real Sliced Beets. Hab mal mitgenommen. Ja. Nimm mal noch mit. Ich hab nur noch 24% Leben. Das sieht immer gerade nicht gut aus. Ja, dann... Das ist das, was ich meinte mit den Pfeilen. Es ist, glaube ich, nicht so klug, wenn 20 Leute auf einen Zombie schießen, während der Zombie bei der jeweiligen Person ist, weil dann... Wir wissen, was du meinst. Gut. Ja. Ich habe jetzt Tabletten genommen. So ein Decent Immunity Booster. Mal gucken. Ich glaube, mein Leben geht wieder nach oben. Das ist eine gute Idee, das habe ich nämlich auch dabei. Ja, hier ist irgendwas auf der anderen Seite vom Fluss da. Wir folgen dir. Ich weiß noch nicht was. Das ist ein User-Gebäude. Und mitten in der Walachei, wenn wir hier gerade nach Norden weiterlaufen, ist auch nochmal ein Haus. Das ist dann nicht ganz so weit weg. Weißt du, wo seid ihr jetzt?
Okay, hier haben Leute gebaut. Warte mal. Au, au. Lange mache ich das nicht mehr. Oh. Ja, du solltest dich vielleicht ein bisschen... Hast du denn auch noch Bandagen? Ja. Ich stelle mir jetzt gerade mal welche her. Ja, pass auf. Dann würde ich sagen, lass uns noch über den Hügel gehen und da bauen wir uns dann irgendwie ein kleines Camp oder sowas. Naja, also du weißt, dass das hier eine gegnerische Base ist, ne? Ja, ja, das weiß ich, aber sieht ja nur nicht so groß besucht. Gehen wir erstmal weiter. Das haben wir beim letzten Mal auch gedacht und plötzlich läuft uns hier mal eine Taschenlampe entgegen. Wo ist denn der Wolf, den ich hier gehört habe? Ja, kein. Das Hecheln, das hat nichts zu bedeuten. Aber guck mal, ich bin mal 20 Jahre. Ich würde hier über den Berg laufen wollen. Also da hinten kommt auch nochmal ein einzelnes Haus, wenn wir diesen Berg hier hochlaufen. Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, ja. Ja, aber ihr lauft alle das Tal da entlang, deshalb. Wieso sah so aus. Wir haben Blackberries gesammelt. Ah, okay. Weißt du, was hier... Weißt du, was hier... Ach, guck mal, die haben sich so eine Wasserauffangstelle hier gemacht. Da Wasser drin? Genau, da könnte ich nämlich mal meine Flaschen auffangen. Nee, Open Dew Collector. Nee, ist leer. Sowas kann man sich craften? Das ist krass. Ja, hab ich auch schon gesehen. Mittlerweile soll man sich auch richtig viel craften können. Ich versuche gerade mal. Ups, nehme ich noch auf? Warte mal eben. Nee, ah, shit. Hier, wer steht noch da? Vorsicht, von Haus. Hinten. Wir stehen noch in dem Haus. Weg jetzt, da. Jetzt nehme ich wieder auf. Was? Ich stehe am Haus. Ja, weg. Hinter diesen Zombie. Ja, du, ich hab gerade rausgetappt. Nein! Weil meine Aufnahme komplett gestoppt war. Ich weiß gar nicht für wie lange. Ja, ich habe auf Nummernblock versucht. Komisch, dabei habe ich meine Aufnahme gar nicht auf Nummernblock. Ich habe hier versucht, den Access-Code einzugeben für die Tür. Und ich dachte mir, 1, 2, 3, 4 ist ja mal ein Versuch wert, ne? Jetzt habe ich noch 2 Pfeile, das ist nicht viel. Nee, ich muss auch ganz viel neue machen. 19. So, Leute, ja, wollen wir da einmal weg. Über die Walachei gehen? Und ja. Müsst ihr nachher ein bisschen auf die Zeit achten, ne? Weil ich jetzt, fängt ja wieder von vorne an bei mir jetzt gerade. Mhm. Ich hoffe, ich war nicht so lange weg, aber ich gucke eigentlich regelmäßig drauf. Wieso geht er denn raus? Ich habe doch auf Ende, habe ich doch Aufnahme stoppen und nicht auf Nummernblock. Da unten ist auch schon eine kleine Hütte. Ich würde sagen, da oben, da vorne beim etwas größeren Berg, da campieren wir. Was haltet ihr davon? Ja. Ja, das können wir machen. Aber am besten vielleicht ein bisschen dahinter, damit man das Licht gleich so sieht. Ich wollte gerade sagen, am besten irgendwo zwischen den Bäumen, ne? Ansonsten sieht man uns ja schon aus Kilometern Entfernung. Aber sieht rechts, der Berg? Guck mal, rechts ist auch nochmal ein kleines Camp da. Ja, sieht der Berg bei euch auch so texturlos aus irgendwie? Ja. Mhm. Ja. Diesen Riesenberg sehe ich hier drin. Alter, ach, guck mal, was ist das denn für ein Riesengebäude da hinten? Das sieht aus, als wäre das so ein Gebäude, wie wir es neulich erst gesehen haben. Das kann sogar da sein, wo wir vorbeigekommen sind. Das ist gut möglich, ja. Dann pass auf, dann, weil wir müssten, das einzelne Haus ist weiter links und das, wo wir ursprünglich mal hin wollten, ich guck mal eben nach, ob hier eine Straße ist. Wenn hier eine Straße ist, dann, ja. Da vorne haben wir doch schön viele Bäumchen. Dazwischen könnten wir uns doch irgendwo aufbauen. Denke auch. Du bist da, wer ist da unten? Ja, ich hab's gefunden. Das ist, also hier lang würde es zu dem Haus gehen, wo wir eigentlich mal hin wollten. Weißt du, auf diesem Felsen da. Mhm. Wenn wir an der Blechbude dann vorbeilaufen, weißt du? Ja. Und wenn ihr links vom Berg entlang lauft, dann müsste dann auch ein einzelnes Haus stehen. Ja, dann lauf erstmal im Berg hoch. Ich bin jetzt einfach mal auf den Berg gelaufen. Dann sehe ich die auch. Ja, bin ich auch gerade bei. Und pass auf, wenn er uns ist wieder ein Zombie, wenn er gleich anfängt zu laufen. Ja, der ist. Ich habe ihn jetzt angelockt. Und was ist, wenn wir uns hier direkt in der Berg da zwischen den beiden Bäumen da irgendwie eine Hütte machen? Ja, das habe ich auch gedacht, da vorne. Wo diese zwei dunklen und die vielen grünen Bäumchen stehen. Was? Wo? Zwei dunkle und die vielen grünen? Hier diese zwei Herbstbäume und diese vier Bäumchen berg runter. Das ist nämlich, wenn wir hier rüber gucken, haben wir direkt die Stadt vor uns. Ja. Ist also gar nicht mal so übel. Ich wundere mich, irgendwo müsste hier eigentlich ein Haus stehen. So, weg mit dir. So, dann könnten wir nämlich hier an diesem kleinen Feldweg, oder da vorne ist vielleicht sogar noch besser,
ein kleines Dingenschen bauen. Was wir bauen. Das hat er mir aber übel genommen, ja. Ja, so. Oh, hallo Zombie. Mhm. Ja, warte. Ja. Willst du das verlassen? Ich komm mal zu euch. Zombie-Action. Haben sie das jetzt eigentlich mal geändert, dass man... Nee, ich glaube, die Blaubeeren kann man immer noch nicht in Gürtel ziehen quasi. Also die Ecke hier, die finde ich eigentlich richtig gut. Gürtel? Was man sagt, es gibt ja keinen Gürtel, aber... Die Ecke ist gut, ja. Ne? Kann man sich gut aufbauen und hier über dem Berg ist die Stadt. Mhm. Und vor allem, wenn das hier dann immer zwischendurch ein bisschen zuwuchert, ist man auch ein bisschen versteckt. Einmal das oder eben hier direkt zwischen den Bäumen. Eins von beiden. Ja, dann würde ich sagen. Dann ich glaube, fast zwischen den Bäumen ist ganz gut, weil Blaubeeren locken ja Leute an. Und wenn jemand da entlang rennt, sagt: Oh Mensch, ich habe jetzt nur eine Shotgun und eine Uzi und einen Raketenwerfer, ich brauche mal wieder Pfeile. Und dann, weißt du, ist das halt nicht so clever, wenn du dich dann zwischen den Büschen versteckst. Ja, da kommt doch einfach mal zwischen die Bäume, da bin ich nämlich schon. Komm her, du Zombie. Zombie, mich angucken. Mich? Nein, nicht mich. Ja, was drängst du dich auch so auf, Elkwai? Der war ja auf dem Weg zu mir. Jetzt kommt er wieder zu mir. Siehst du? Fein. So. Also wollen wir uns hier quasi kampieren? Ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, ja, weil da vorne ist die Stadt. Frage, kommst du mal, Avonasch, läufst du mal ein paar Meter weiter? Ein paar Meter weiter, in welche Richtung? Wo ich springe. Einfach einmal im Kreis drehen, 360 Grad, das ist am einfachsten. Ich kann dir das sonst nicht dann erklären. Dann sehe ich dich trotzdem nicht springen. Da, wo jetzt der größte Teil unserer Gruppe ist, einfach zum Rest der Gruppe. Ja, muss ich aber erstmal sehen, ne? Ja, deshalb sagte ich ja, einfach einmal im Kreis drehen, weil ich kann dir sowieso in diesem Spiel nicht beschreiben, wo wir sind. Ja. Was ist mit hier? Das ist, ja, habe ich doch also gesagt. Statt, so zwischen den Bäumen ist so gut. Ja, du hattest hier vorne gestanden, weil hier vorne stehst du noch an einer Schräge und hier hinten ist schon fast wieder eine kleine Senke. Ja, ich sagte aber doch irgendwo zwischen den Bäumen hier. Ja. Ihr seid heute aber auch ein bisschen kleinlich, meine Herren. Hier ist doch gut. Bevor du das erste Podest legst, ist das ja eine ganz erhebliche Sache. So. Gut, ich kann jetzt an diesen Baum fällen hier. Den müssen wir weg. Willst du den Baum fällen, wo wir gerade... Moment. Lieber einen anderen hier hinten, wo wir den nicht als Schutz nehmen? Ja, lieber ein bisschen abseits die Bäume Entschuldigung. Fällen. Ich dachte nur wegen Podest. Ja, aber lieber abseits die Bäume man fällt fällen. Ja nicht gerade seine Deckung, oder? ja, aber nicht, wenn hier das Podest hin soll. Ja, wieso? Dann setzt du das Podest halt hier hin. Naja, schon. Wenn du das natürlich 40x40 bauen willst, wird's eng, ja. Aber wir wissen ja nicht mal, wie man einmal einbaut. Ja, okay, aber das ist natürlich auch eine Sache, die wir natürlich vorher einmal kurz googeln können, bevor die nächste Folge anfängt. Ist die hier schon wieder zu Ende? Wir sind doch erst bei 16 Minuten, oder? Oder ich weiß nicht. Nee, wir sind bei 18 und ein paar Zerschüsse. Ja, aber komm, dann können wir doch noch einen Baum fällen in der Folge hier. Ich futter mich hier gerade ein bisschen satt. Also ihr könnt machen. Habt ihr denn noch Platz im Inventar? Weil dann würde ich das nämlich machen. Ja, hab ich noch. Und selbst wenn nicht, würde warte man mal, eben... Warte mal, da unten ist einer. Da unten ist einer. Wer ist das? Dann würde man eben einen Bogen wegschmeißen. Nordisch hängt Lungert hier rum, wenn du das meinst. Lungert. Das ist alles hier. Nee, das Protein. Ist weltfrei. Ja, aber Nordisch ist noch weiter unten hier. Ja. Darum. Ihr seid aber auch echt... Was heißt ihr? Wieso ihr? So, pass auf, hier kommt immer einer, der noch Platz im Inventar hat. Ja, habe ich. Knack ich mal so ein. Kann man eigentlich die Fetten auch fällen oder nur die jungen Birken da? Ich weiß es nicht. Ich finde Birke einfach schöner, deswegen. Also. Macht ihr, Mann, ich muss mir erstmal ganz viele Pfeile hier craften. Ja, auch, ich sammle schon Stacks. Machst du schon was? Ja, ich mach schon. Okay, pass auf, hier, Zombie. Habt ihr jetzt mal kurz Zeit, Informationen aufzunehmen? Ja. Ja. Das ist gut. Ich kann nämlich seit schon gut einer Viertelstunde Iron Pipes craften. Okay, wofür brauchen wir die? Weiß ich noch nicht. Nur mal als Information. Und ich habe hier vier Metal Cheat. Habe ich hier drin. Verbinden, sonst bin ich gleich tot. Und wenn einer Saline findet, dann kann er mir Bescheid geben, weil daraus können wir uns ein First Aid Kit craften. Okay. Ich habe nämlich hier das Salz, das habe ich nämlich schon da. Oh ja, jetzt fällt ab. Und 5 Scrap Metal habe ich auch noch da, wenn gebraucht wird. Moment, Loadlock. Jo, zweimal aufgenommen. Genau, okay. Gut.
Curving. Das, ja, ich glaube, mit zweien kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Also ich kann noch welche aufnehmen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ihr rumschwirrt. Ja, ist Xyra. So, ich habe auch noch Wolfs. Also mit zwei Woodlocks kann ich nichts machen momentan und auch nichts lernen. Ja gut, dann. Ich bräuchte also noch irgendein Item dazu. Vielleicht auch einen Nagel oder vielleicht brauche ich einen. Habe ich meinen Hammer noch? Ja. Glaube ich, ne? Du gerade meinen Hammer. Also nur mit dem Woodlock kann ich nichts machen, aber ich würde es uns gleich mal in ein Wiki gucken. Xyra? Ja. Hier Woodlocks. Da vorne ist ein Zombie. Was? Baum ist mir aufgefallen. Ja, ein bisschen Vorsicht, da geht es auf dich zu. Ah, wo? Verdammt, nicht getroffen. Ich muss erstmal ein Pfeil wieder nachlegen. Ah, das nee, tut drei. Nicht, wenn ich wollte, ja, Blocks, wer ist das? Nordisch? Ja. Jo. Oh, was, du treibst dich ja auch hier rum. Ja, nun, ich muss aufklären. Alter, der fällt nicht um. Der hat einen Pfeil im Hals. Nee. Der fällt nicht um. Also, kann noch jemand einen Lock aufnehmen hier? Den kriege ich nicht mehr hoch hier gerade. Was? Na, okay, dazu sei jetzt. Willst du mal auseinander? Yep. Komm mal her, mach dir mal nützlich, nimm mal einen Woodlock auf. Du brauchst von der Platz dafür. Ich habe jetzt 5 deshalb. So. Ah, nee, 100 brauchst du für den Woodlock. 100. Scheint so. Doch, kann man. Aber die bringen auch nur 3x Woodlocks. Aber es sieht eindrucksvoller aus. Xyra? Kannst du den einen aufnehmen, Bert hier? Komm mal bitte leise. Nee, also ich hab. Ja, 100 Platz brauchst du nur. Sonst musst du hin und her schichten mal, aber ich krieg die 100 auch nicht mehr zusammen. Wie viel Platz Allein hast du noch? Nur. Ich hab 5. Okay. Ich würde sagen, dann mache ich mich mal schlau, was man jetzt damit machen kann. Und wahrscheinlich, vielleicht braucht man auch. Ich hab den Hammer gar nicht mehr. Oh, shit! Zombie-böse. Nee, ich glaube, den Hammer habe ich nicht mehr. Ja. Aber ihr habt ja einen Hammer. Dann auf jeden Fall. Dann kann ja jemand was craften, vielleicht. Ja. Das kriegen wir gleich raus. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ne? Das ist eine gute Idee. Da wollte ich eigentlich gerade drauf hinaus. Genau. Okay, jo gut, dann, wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könnt ja mal verschiedene Sichten angucken, wenn ihr Lust habt. Ich weiß zum Beispiel gerade nicht, wo die anderen Beine stecken. Wäre interessant. Xyra bleibt noch zurück. Ja. Und ist zu laut. Jo, dann sage ich mal Tschüss an dieser Stelle. Bis zur nächsten Folge. Jo, tschüss. Tschüss.